Ja, wir sind in der 7. Klasse in Physik und zwar wollen wir heute über die Dichte reden, aber zuvor muss ich ein paar Worte über den grundsätzlichen Aufbau aller Stoffe verlieren. Wir beschäftigen uns mit Körpern, also das heißt nicht mit menschlichen oder tierischen oder ähnlichen Körpern, sondern grundsätzlich mit allem, was nicht aus Vakuum besteht. Vakuum ist ja das Nichts. Und ich mache mal einen kurzen Ausflug in die Geschichte und vereinfache das. Das, was uns heute reicht, ist das Atommodell, sagen wir mal, was so in den 20er, 30er Jahren existierte. Da sagte man, wenn ich ein Mikroskop nehme und mir zum Beispiel ein Stückchen Zwiebelhäutchen anschaue, das lege ich einfach unter das Mikroskop, dann ist das platt. Und wenn es platt ist, gut geschnitten ist, dann gucke ich mir das erstmal so an, unter dem Mikroskop, und dann sehe ich hier lauter Pünktchen. Naja, anders, ich nehme eine bessere Vergrößerung, ich gucke mir das nochmal an. Nicht mit einer Lupe, sondern das soll jetzt dieser vergrößerte Ausschnitt sein. Und dann sieht das wahrscheinlich so aus, dass ich lauter solche Ringe sehe. Das kennt ihr vielleicht aus der Biologie. Ich lasse es jetzt mal gut sein. Das sind Zellen. Wenn ich mir diese Zellen angucke, noch besser angucken könnte und das entsprechend einfärbe, das kann man machen. So ein Zwiebelhäutchen ist ja im Wesentlichen ganz hell. Und ich färbe das mit irgendeinem bunten Farbstoff ein, dann sehe ich vielleicht auch, dass die alle irgendwelche Kerne noch drin haben und noch andere Dinge in den Zellen. Möchte ich jetzt nicht so weit drauf eingehen, Zellkerne sind das, aber jetzt gucken wir uns das nochmal an und irgendwann haben wir dann praktisch eine ganz große Zelle. Hier ist ziemlich vergrößert unser Zellkern und das reicht uns noch nicht. Und so tastete man sich damals schon vorwärts und es ging immer weiter. Aber das ging dann so weit, bis man endlich das Elektronenmikroskop entdeckte. Das ist ein super hochauflösendes Mikroskop und das wäre jetzt alles nochmal zigtausendfach vergrößert. Und dann sah man, dass alle Oberflächen irgendwie gar nicht so glatt aussahen, egal wie glatt man sie vielleicht auch vorher poliert und geschliffen hat. Das heißt also, da waren lauter so, naja, wie Hügelchen. Und man konnte allerdings nicht richtig reinschauen, also das wäre nicht möglich, am Rand eines Stückes zu gucken und das wäre dann irgendwie, irgendwann hat man es, ich weiß, das ist alles relativ unwissenschaftlich, aber es dient letzten Endes unserem Verständnis, das sind Atome. Atome, das sind die Grundbausteine. Das sind die Grundbausteine, Atom, das Unteilbare. Wir wissen mittlerweile durch das Thema Kernspaltung, dass die wohl teilbar sind und dass die nicht. Also das sind die Grundbausteine aller Materie, sagt man. Materie ist also alles das, was Material, das Wort hängt damit zusammen, aller Materie. Das sind die Grundbausteine aller Körper, könnte man auch sagen. So, und diese Atome, die sind bei einem festen Stoff, das wäre hier ein fester Stoff, eng zusammenhängend und relativ unverrückbar. In einem flüssigen Stoff sieht es so aus, ich schreibe flüssig so hin, ihr könnt es ja alles hinterher nochmal angucken. In einem flüssigen Stoff sind die Atome etwas ungeordneter und mal hier und mal da, die sind gegenseitig verschiebbar. Das sieht man jetzt gegenüber diesem, ich habe es hier versucht relativ regelmäßig zu machen, nicht so gut gegenüber diesem Bild, also das heißt, hier sind sie verschiebbar, aber eng zusammen. Also hier sind die Atome eng zusammen und hier sind sie auch eng zusammen. So, das heißt also, wenn ich mir Wasser zum Beispiel schnappe und sage, ich will das Wasser noch irgendwie zusammendrücken, komprimieren, sagt man auch, dann geht das nicht. Und jetzt kommt noch der dritte uns normal bekannte Aggregatzustand, das wäre gasförmig. Und gasförmig sieht dann so aus, dann sind die Atome tatsächlich in gewissen Abstand zueinander. Die haben einen gewissen Abstand. Also Atome haben hier einen Abstand zueinander. Nicht so eng zusammen. Abstand. Und natürlich sind sie auch gegeneinander verschiebbar. So, jetzt mache ich an der Stelle mal eine kurze Pause. Das bereden wir jetzt vielleicht nochmal, falls es dazu Fragen gibt. Wir haben eben gerade mal einen Mini-Versuch gemacht. Ich habe hier so eine physikalische
man könnte auch frech sagen, Spritze genommen. Das war also so ein Hohlzylinder aus Plastik, damit man auch was sehen kann. Den nimmt man eigentlich für andere Versuche. Und da habe ich Folgendes gemacht. Wenn ich hier nur Gas drin hatte, warte mal, ich mache das mal so. Wenn hier nur Gas drin war und ich habe ganz schnell hier oben auf diesen Stopfen geschlagen, das heißt diesen Kolben nach unten bewegt, dann bewegte der sich wieder zurück, weil das Gas zwar zusammengedrückt, also komprimiert wurde, aber nachdem ich wieder losgelassen habe, hat sich das Gas wieder ausgedehnt. Wenn ich hier Wasser reingefüllt habe, dann konnte ich das nicht. Das Wasser war also nicht komprimierbar. Schnell mal zu dem Wort. Verdichten heißt, also verdichten. Verdichten heißt komprimieren. So, am besten mitschreiben. Komprimieren. Code, das steckt damit zusammen. Etwas auf das Ursprüngliche bringen. Komprimieren. Das klappte, wie gesagt, nicht. Und jetzt kann sich auch jeder vorstellen, wenn ich hier irgendwie einen anderen Stoff reinfülle, nämlich Beispiel Eisen, ein Eisenstück, dann kann ich noch mehr drauf rumhauen. Es ändert nichts. Ich kann das Eisen auch nicht komprimieren. Noch was anderes. Diese Atome, die haben alle folgende Eigenschaft. Also das ist noch eine zusätzliche Eigenschaft. Alle Atome schwingen. Alle Atome schwingen und zwar auch im festen Zustand, im flüssigen genauso und im gasförmigen auch. Sie schwingen hin und her, aber nur beim festen innerhalb ihres Verbandes, das heißt nur in einer geringen Amplitude, also das heißt, Amplitude heißt Schwingungsweite, nicht weit hin und her. Und wenn jetzt hier die ganz geordnet so da liegen, dann schwingen diese Atome etwas von der Weite her ungeordnet allerdings und trotzdem hin und her. Ungeordnet, weil die können in alle Richtungen schwingen, aber nur nicht weit. Beim Flüssigen ist das weiter und beim Gasförmigen ist das noch weiter. Wir kommen dann später noch bei der Brownschen Molekularbewegung dazu, was da noch so alles passiert. Und dieses Schwingen heißt, das ist ein Zustand der inneren Energie oder der Wärme. Das bedeutet Wärme, entspricht Wärme. Wenn wir sagen, das ist warm oder das ist kalt, dann ist es physikalisch eigentlich Quatsch. Denn wir dürfen nur sagen, das ist kalt oder das ist warm oder weniger warm. Wir kommen dann später noch ganz genau darauf. Aber das bis dahin. Die schwingen und das ist ein Ausdruck von Wärme. So, das alles, das brauchen wir jetzt gleich, wenn wir zum Thema Dichte kommen. Und ich mache an dieser Stelle, also bei Dichte geht es weiter. Dichte, neues Video. Dann mache ich an dieser Stelle jetzt erstmal das Video dicht. Gibt es bis hierher nochmal Fragen? Das war jetzt neu. Dieses Zeichen, ich habe es nochmal ein bisschen sauberer gemalt, ein Istgleich und ein Dach darüber, das heißt entspricht. Das ist ein mathematisches Zeichen. Entspricht ist nicht istgleich. Ich könnte zum Beispiel sagen, 5 Kilogramm, 5 Kilogramm dies und das entspricht 4 Euro. Das kann man, wenn ich sage 5 und 4, das geht nicht. Ne? 5 ist nicht 4. Aber 5 Kilogramm entspricht 4 Euro. Ich müsste also für 5 Kilogramm Zucker 4 Euro bezahlen. Entspricht, entbindet uns ein bisschen davon, zu sagen, 5 und 4 sind gleich. Aber wir wissen ja, physikalische Größen, Kilogramm und Euro ist was ganz Unterschiedliches. Daher kommt das. So, ich mache das Video an der Stelle dicht. Wir machen bei Dichte weiter.